Safe Harbor, ein sicherer Hafen für europäische Daten. So hat die Europäische Kommission seit nun 15 Jahren zahlreiche US-Firmen eingestuft. Weit mehr als 4000 Unternehmen haben mitgemacht beim Safe Harbor-Abkommen, das den Datentransfer vereinfachen sollte. Ob Facebook, Google oder Apple, sie alle schicken die Daten ihrer EU-Kunden in die USA. Doch seit der Snowden-Affäre stehen US-Geheimdienste im Verdacht, Daten abzuschöpfen. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, Behörden sei es nicht erlaubt, auf elektronische Kommunikation zuzugreifen. Das verletze das Grundrecht auf Privatleben. Damit ist das Abkommen gekippt. Davon wird die Welt nicht untergehen und davon wird auch der Datenverkehr und das Internet nicht zusammenbrechen. Wir Juristen werden Verträge neu gestalten müssen. Die Datenschutzbehörden werden eine Menge Arbeit haben. Das ist es dann aber auch. Sogenannte Standardvertragsklauseln könnten in einem Safe Harbor 2-Abkommen künftig detailliert regeln, wie etwa Facebook seine Daten in die USA überträgt und dort speichert. Datenschützer hoffen, dass das Verfahren auch das Risikobewusstsein der Internetnutzer etwas schärft. Der Chef eines großen deutschen Internet-Service-Providers macht sich da keine großen Hoffnungen. Den Privatmann interessiert es überhaupt nicht, wo seine Daten liegen. Der interessiert sich nicht dafür, dass andere Firmen mit seinen Daten arbeiten. Ich glaube nicht, dass sich in dem Bereich irgendetwas ändern wird. Der Umgang mit personenbezogenen Daten bleibt also, was er bisher auch schon war: eine komplizierte Baustelle.